Heute schaue ich mir das KE500 von LG an. Das ist ein Slider, der erstmal eigentlich sehr schick aussieht. Auf meinem Startbildschirm habe ich mehrere Shortcuts. Wenn ich zum Beispiel hier nach oben gehe, dann kann ich direkt eine SMS tippen. Wenn ich nach links gehe, kann ich das Profil wechseln. Wenn ich nach unten drücke, bin ich direkt in meinem Telefonbuch und rechts habe ich meine Favoriten, die ich selber bestimmen kann. Das heißt, ich komme eigentlich sehr schnell dahin, wo ich hin möchte. Hier links komme ich in mein Menü und hier rechts habe ich auch nochmal das Menü Kontakte und kann auch nach Kontakten suchen, kann neue Kontakte anlegen. Also eigentlich soweit erstmal alles ganz praktisch. So, jetzt bin ich im Menü und wir wollen mal schauen, was hier alles drin ist. Und zwar haben wir da Browser, Anrufliste, Extras, Multimedia, Nachrichten, eigene Dateien, Profile, Kontakte und Einstellungen. So, ich werde jetzt ins Nachrichtenmenü gehen, weil ich ja mal die Tasten hier testen möchte. Gehe ich hier auf Nachricht erstellen. So, dann tippe ich mal drauf los. Und es geht eigentlich sehr gut, wobei man, glaube ich, schon hingucken muss, wo man hintippt, weil man hier nicht so wirklich merkt, wo man gerade ist, also vor allem zur Seite. Obwohl das hier so ein bisschen abgegrenzt ist eigentlich, merkt man das nicht so gut. Also nur nach Gefühl zu tippen, erfordert, glaube ich, jede Menge Übung. Aber wenn man hinschaut, dann geht das also wirklich gut. Dafür haben auch die Tasten eine vernünftige Größe. Ja, hier oben ist es im Prinzip genau das Gleiche. Die sind im Prinzip ja gar nicht voneinander abgetrennt durch irgendwas, durch irgendwelche Erhöhungen oder so. Das heißt, hier muss man auch auf jeden Fall hinschauen. Hier ist es mir zumindest vorhin beim Rumprobieren auch ein paar Mal passiert, dass ich aus Versehen zum Beispiel in der Mitte gedrückt habe, wenn ich eigentlich an der Seite drücken wollte. Also da muss man ein bisschen aufpassen, aber ansonsten geht es hier unten eigentlich ganz gut. An der Seite haben wir hier auch noch mal ein paar Tasten, Kamera, ein Aus, vor und zurück. Und ja, insgesamt denke ich mal, ist das schon ganz ordentlich. Ja, wie bei fast jedem Handy ist es natürlich ein bisschen Übungssache.